So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Ich fassle heute mal gar nicht lange rum, sondern ich leg gleich los mit den Eishöhlen 1. Ich fassle vor allem deswegen gar nicht lange rum, weil ich irgendwie ein bisschen erkältet bin. Und wir es einfach nicht übertreiben wollen. So, los geht's. Ich muss die Mias retten, ich muss drei uralte Schlüssel finden, ich muss das erste Verschlüsselungsstück finden und das zweite Verschlüsselungsstück finden und außerdem zum Ausgang gelangen. So, ich sollte meinen Controller aktivieren und los geht's. So, wie es für Eiswelten gehört, rutscht man. Ah je, ich freue mich schon. Genau. Mach weiter. Da fällt man leider auch unbedingt genau so lange, dass es... Nein. Ah. Und... hüpfen wollte ich eigentlich. So. Wenigstens die Geschichte habe ich. Und dich lege ich um. Und dann muss ich hier mal aufpassen, dass ich da nicht schon wieder ins Wasser hüpfe. Eieieiei. Das wird ein Level. Ich glaube, das wird einer der ersten wirklichen Level, wo ich so richtig, richtig, richtig ordentlich drauf gehe. Ich kann mich erinnern, dass dieser Level irgendwie ich damals schon Probleme hatte und ich mich mehr oder weniger eigentlich durchgemogelt habe. Mehr oder weniger durchgemogelt deswegen, weil ich quasi sehr viel mit irgendwelchen Wänden und Ecken und Kanten und dergleichen gespielt. Super, jetzt habe ich die Granaten aufgenommen, bloß weil ich die Kirschen haben wollte. Und habe die Kirschen erst nicht gekriegt. Bekommen. Gewöhnt ihr eine hochdeutsche Sprechweise an, das ist sonst nämlich... Ja, das Brett kann nerven mir aus. Spreadgun ist immer noch. Immer noch Spreadgun, das ist okay. Ah! Boah, langsam ist echt nervig. Ich glaube, ich sollte von der unteren Stufe springen. Wenn es denn klappt. Hey, das ist unglaublich. Ja, ich glaube, wir werden die 15 Minuten heute damit verbringen, zu versuchen, diesen purple-lilanen Schlüssel zu bekommen. Und schon sind auch wieder 15 Minuten rum. Oh, das ging ja fix. Also manchmal, wenn man Spaß hat, da vergeht die Zeit so schnell, das ist unglaublich, oder? Ich hoffe, ihr versteht auch noch halbwegs irgendein bisschen was von dem Gesülze, das ich hier von mir gebe. Und ich freue mich schon hier wieder auf diesen Maschinengewehr-Roboter. Und die Kirschen, die ich da oben schon wieder verliere. Und dass ich schon wieder nicht in der Lage bin, da ordentlich rüber zu hüpfen. Ich mag Eislevel nicht. Ich mag Eislevel wirklich nicht. Da sieht man nämlich dann sofort, dass ich eigentlich ein absolut miserabler... Ein absolut miserabler Jump'n'Run-Spieler bin. Und ich das offensichtlich nur wirklich dann kann, wenn ich die Ruhe und die Zeit habe. Die Ruhe und die Zeit habe. Die Ruhe und die Zeit. Die
sind normale Pistole, das ist völlig okay. Ah! Ich glaube, der Witz ist, da hoch muss ich gar nicht. Lüg nicht, der Witz ist, da oben muss ich sehr wohl. So. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich damals selber noch... Ah, Vollpfosten. Natürlich voll rein. Und knall. Yo, yo, yo! Ausgezeichnet. So, jetzt legen wir hier los. Ah, na so nicht. Ich glaub's nicht. Also, wir werden hier offensichtlich die restlichen 7 Minuten der bereits vergangenen 15 Minuten damit verbringen. Hier zu lernen, wie man eine Treppe hinaufsteigt. Diese Treppe ist etwas rutschig, da sie mit... Also, ich bin das selten dämlich, oder? Offensichtlich habe ich es gerade geschafft, diese Treppe hochzusteigen. Allerdings war ich nicht befähigt. Beim Besteigen dieser Treppe. Beim Besteigen dieser Treppe. Der Witz ist wahrscheinlich, bringt mir das im Endeffekt gar nichts, weil ich den Schlüssel noch nicht habe. Ah! Beim Besteigen dieser Treppe. Na, das. Ich glaube, ich habe schon wieder entfahren. Verloren. Entschuldigung. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ach ja. Das ist doch schön, wenn man über seine eigene Dummheit lachen kann, oder? Lift aktiviert. Okay. Dafür haben wir jetzt hier gefühlte Endzeit. Ach echt, Endzeit. Unglaublich. Boah. Gebraucht. War klar. War so klar. Na gut, dann rutschen wir einfach komplett runter. Gib mir eine andere Waffe. Gib mir ein Maschinengewehr. Gefühlte Endzeit gebraucht haben, hier hinzugelangen. Ja, offensichtlich nicht. Offensichtlich ist diese Art der Begehung der Höhlen unerwünscht. Deswegen ist es ein bisschen anders. Ja. Ich denke, ich werde jetzt einen Continuum brauchen. Ausgezeichnet, eine Kirsche wenigstens. Wenigstens etwas. Uiuiuiui. Also das hier ist echt... Echt. Übel! Okay.
Nein, 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 nein. Auf Wiedersehen. Offensichtlich habe ich nicht mal einen Checkpoint. Also ich werde die Eishöhlen machen müssen, offensichtlich. Früher oder später werde ich sie machen müssen. Die Frage ist bloß, muss ich sie jetzt machen? Muss ich sie später machen? Wie lange habe ich schon gespielt? Ja, gerade mal 10 Minuten. Ich muss einfach nochmal 5 Minuten versuchen. Continue von Last Checkpoint. Das Checkpoint ist da. Ich habe sogar Maschinengewehr. Das war jetzt auch dämlich. Da ist eine Kirsche, die ich jetzt natürlich wieder verpasst habe. Ich habe so eine leichte Vermutung und Befürchtung und sonstige und... dass ich leider... Nein, 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 nein. Sag mal, wie blöd kann man eigentlich sein? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe die leichte Befürchtung, dass ich in dieser Folge wohl noch ein paar Mal. Oh, zum Glück bremst der Beamer, ey, das ist unglaublich. Dass ich in dieser Folge wohl noch das ein oder andere Continue benötigen werde. Ich werde mich dann allerdings... ich werde mir dann allerdings behelfen müssen. Nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es gar nicht nötig, sich zu behelfen. Oder behilflich zu sein. Oder. So, das ist jetzt natürlich die magische Frage. Vermutlich... ja. Vermutlich nicht. So, rutsch mal durch. Komm. Ich zögere das jetzt ein bisschen hinaus. Ich tue es deswegen. Ah. Ja. Nein! Und weil es so schön war, gleich nochmal hinterher. Eigentlich machen wollte, war seitlich da rein zu sliden, aber irgendwie scheint das nicht so wirklich zu funktionieren, deswegen machen wir es einfach richtig. Wir haben noch 2 Mias gerettet. Wie viele Mias brauche ich eigentlich noch? Ah, ich habe gerade erstmal 2 gerettet. Ist das witzig. Ach, ich finde das so genial. Hammer. Einfach unglaublich. Gut. Wir sind hier also nach wie vor. Damit beschäftigt. Zu versuchen hier irgendwie lebend aus diesem ganzen Schlamassel rauszukommen. Offensichtlich habe ich ein kleines Händchen dafür in diverse... tödliche Situation für mich zu springen. Das war der zweite Streich, doch der dritte folgt zugleich. Eigentlich habe ich 2 Mias gerettet. Eigentlich sollte mein Checkpoint viel weiter sein. Ich habe eine Lasercannon. Nun gut, wir werden uns jedenfalls nicht mehr lange mit mir selber quälen, denn
So, das ging jetzt halbwegs gut. Bis ich auf die Idee kam, mal wieder zu sagen, man könnte eine Runde ins Wasser springen. Und weil es so toll war, gleich nochmal hinterher. Also langsam. Gut. Offensichtlich wird das in dieser Folge nichts mehr. Deswegen verabschiede ich mich von euch ganz herzlich, ganz freundlich, ganz liebenswürdig und nett und pipapo, vor allem tödlich. Für mich selbst. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ganz arg, ganz toll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es natürlich an dieser Stelle weiter. Ich werde hier weiter verzweifeln. Ihr dürft mir natürlich weiterhin zuschauen. Zusehen. Ich sollte nicht so viel schauen sagen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, ich muss immer überlegen, weil eigentlich bei mir ist Mitternacht. Kurz davor. Abend. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen.